Schon viel besser. Man hat ja selten die Gelegenheit, seine Einführung zweimal zu sprechen. Ich habe, wie gesagt, vor kurzem mich hier angemeldet und habe dazu geschrieben, ich könnte auch noch was zu Rust beitragen und meinte dann, naja, wenn es so ein Stundenvortrag wird, könnte ich was über ein Jahr Rust, ein Jahr nach Veröffentlichung erzählen und habe dann zwischendurch festgestellt, naja, vielleicht ist es doch ganz gut, zumindest mal die abzuholen, die es noch gar nicht kennen. Insofern zerfällt der Vortrag ein bisschen in zwei Teile, also eine kurze Rust-Einführung über so die wichtigsten, interessanten Dinge und ein bisschen Rückblick, was wir eigentlich im letzten Jahr so als Projekt gemacht haben und geschafft haben. Das verlangt dann vielleicht an manchen Stellen ein bisschen Vorwissen. Ich versuche es aber trotzdem möglichst anfängergerecht zu halten. Wer bin ich? Also wenn ihr kurz ich sein wollt, dann kopiert euch diese Zeilen und pastet sie in euer Bash-Profile und dann könnt ihr committen und alles, solange ihr meine Schlüssel habt. Ich bin Backend-Entwickler, großteils. Ansonsten bin ich hobbymäßig Community-Mensch. Ich habe die Rust-User-Gruppe Berlin mitgegründet. Ich mache die Search-User-Gruppe in Berlin zu allen Suchtechnologien. Ich bin Ex-Vorstand des Ruby Berlin e.V., der einen etwas schlechten Namen hat, weil er eigentlich für ganz Europa da ist und inzwischen komplett europäisch tätig ist. Wir haben uns damals ein bisschen im Namen vergriffen. Den Fehler haben wir nicht nochmal gemacht. Wir haben jetzt auch einen Verein zu Rust gegründet. Der heißt jetzt dann auch gleich Rust Community Europe. Kurzname Rust C. Ich bin Mitglied des globalen Rust Community Teams. Also ich bin Teil des Rust Projektes, allerdings halt auf der Community-Seite beschäftigt. Und ich habe verschiedene Konferenzen veranstaltet, unter anderem das Eurocamp und die JRubyConf in Berlin. Komme also mehr so aus der Ruby Community. Und jetzt dieses Jahr das Rust-Fest, was die europäische Rust-Konferenz sein wird. Insofern habe ich viel, viel Empathie für die Probleme da bei der Technik. Das ist ehrlich gesagt die größte Panik, die ich immer habe, dass irgendwas nicht funktioniert und man nichts lösen kann. Insofern großen Applaus an die Menschen da hinten, die das alles möglich machen. Ja, was ist Rust eigentlich? Rust ist eine Programmiersprache, die erfunden wurde von Graydon Hoare. Graydon Hoare war damals bei Mozilla Research beschäftigt, ist aber inzwischen mit dem gesamten Projekt nicht mehr da. Graydon macht jetzt wieder C++-Entwicklung und irgendwas mit digitalen Währungen. Es basiert auf linearen Typen und das wird das letzte Mal sein, wo ich irgendwas über Typtheorie sage. Lineare Typen sind Typen, die genau tracken, wie häufig sie verwendet werden, nämlich nur genau einmal. Und hat ein regionenbasiertes Speichermanagement, da werde ich auch noch kurz im Detail drauf eingehen. Es wird heutzutage entwickelt von Mozilla und finanziert von Mozilla. Das ist bei Mozilla ja immer so ein bisschen die Frage. Es gibt Mozilla-Projekte, die kriegen eigentlich kein Geld von denen und es gibt Mozilla-Projekte, die kriegen Geld von denen. Es ist momentan ein Projekt von Mozilla Research in Palo Alto und es wird jetzt in Firefox verwendet. Wenn ihr Firefox 45 verwendet oder höher, also das ist die vorletzte Version, dann habt ihr Rust-Code auf eurem Rechner am Laufen und es wird insbesondere verwendet für alle Sachen, die Parsing sind. Also momentan wurde der URL-Parser in Rust neu geschrieben, weil das ein überraschend häufig angegriffenes Stück Code ist und MP4-Metadaten werden in Rust geparst und so werden sukzessive kleine Komponenten von Firefox in Rust neu geschrieben. Wir haben letztes Jahr am 15. Mai wurde Rust 1.0 veröffentlicht, nach insgesamt 8 Jahren Arbeit. Da gab es viele, viele Ansätze, wie man das dann alles machen kann. Und die Sprache hat sich sehr, sehr geändert bis zu dieser 1.0. Ich habe angefangen mit Rust 0.4 vor 2,5 Jahren. Das sah schon fast nicht mehr aus wie das, was man heute schreibt. Man kann da nur noch Reste von erkennen. Die Ziele, die Rust hat. Rust möchte eine speichersichere Sprache sein, aber, und das ist der Twist, ohne Garbage Collection, weil das in ganz vielen Bereichen halt wieder speichersichere Sprachen ausschließt. Ich kann mir nicht überall einen Garbage Collector mit einer großen Runtime, mit einer JVM, mit was weiß ich sonst leisten. Sie soll unterstützen bei Nebenläufigkeit, weil nebenläufige Entwicklung heutzutage halt einfach wichtig ist. Und sie soll eine erwartbare Geschwindigkeit haben. Hier auch wieder das Problem, wenn ich einen Garbage Collector habe, weiß ich immer nicht, wann der zuschlägt. Viele Garbage Collectoren führen dann zu Pausen. Sowas möchte ich nicht haben. Also das sind so die drei großen Ziele, die wir haben. Sie soll sicher sein.
was hat ein statisches Typsystem mit Typinferenz, also die Typinferenz eher so für die Convenience, aber grundsätzlich, es gibt ein statisches Typsystem, alles ist statisch typisiert, es gibt keine Null-Pointer und es gibt kein Pointer-Aliasing. Einfach häufige Quellen von Bugs und häufige Quellen von undefiniertem Verhalten. Nebenläufigkeit wird dadurch unterstützt, dass Mutabilität in Rust ein Konzept erster Klasse ist. Es ist nicht so wie viele Sprachen heutzutage, dass sie entweder zerfallen in Daten sind mutabel oder Daten sind immutabel, was ja häufig von der Sprache her eher nur semantisch forciert wird. Im Hintergrund sind sie dann doch wieder auf irgendeine Art und Weise mutabel. Rust hat dafür entsprechende Annotationen, das ist mutabel und das nicht, da gehe ich gleich noch drauf ein. Es gibt keine konkurrierenden Zugriffe auf mutable Daten, an keiner Stelle nie, ohne dass ich da irgendwie außenrum irgendeine Art von Moderation einbaue. Und wichtige Basistypen für Nebenläufigkeit, werde ich auch gleich noch zeigen, sind mitgeliefert. Auf der Geschwindigkeitsseite, Rust möchte keine versteckten Allokationen. Das ist manchmal ein bisschen verbos, weil man immer ein bisschen Arbeit machen muss, um auch wirklich was in den Speicher zu legen, insbesondere auf den Heap. Es gibt erwartbare Deallokationen, man weiß immer genau, wann die durchgeführt werden. Hier wieder die Sache, wir haben keinen Garbage Collector, insofern gibt es einfach einen Punkt, an dem das stattfinden wird. Die Sprache bietet Abstraktionen, aber diese sollten nach Möglichkeit keine Laufzeitkosten haben. Also das von Hand genau zu schreiben, was der Rechner jetzt im Speicher machen soll, soll nicht schneller sein als das, was tun würde. Rust hat kein Laufzeitsystem, ich habe ein kleines Sternchen dran. Es hat Stack Unwinding, wie viele andere Systemsprachen auch. Dazu braucht man natürlich eine ganz kleine Runtime-Bibliothek. Das ist seit der letzten Version noch optional, da komme ich noch drauf. Und es hat keinen dynamischen Dispatch. Funktionen werden also immer statisch aufgerufen. Da habe ich ein Sternchen dran. Es gibt dynamischen Dispatch, für den man arbeiten kann. Also wenn man das unbedingt haben möchte, dann kann man wieder sich dahin arbeiten, dass man das an bestimmten Stellen hat. Aber es passiert nicht irgendwie, ohne dass man das nicht angefordert hat. Und das Ziel ist ganz offen C. Endlich mal wieder eine Sprache haben, die sich ernsthaft damit beschäftigt, was C eigentlich gut macht und das mal evolutionär weiterzuführen. Also was bietet ein kontrollierbares Memory-Layout, kann C-ABI oder Plattform-ABI-kompatible Bibliotheken erstellen. Also ich kann damit meine dynamischen Bibliotheken oder meine statischen Bibliotheken schreiben. Es hat eben kein Laufzeitsystem und es gibt eine optional unsichere Subsprache, in der viele von den Dingen, die für die man halt manchmal C verwendet, verschiedenste Pointer-Magie und so weiter und so fort, dann doch wieder erlaubt sind. Das ist insbesondere wichtig, wenn man mit anderen Bibliotheken interfacen möchte, die halt nicht in Rust geschrieben sind. Das ist für die Sicherheitsgarantien, die Rust bietet, halt einfach unsicher. Insofern gibt es dafür eine spezielle Subsprache, die ich heute aber nicht vorstellen werde. Ja, wie sieht's denn so aus? Das ist ein Stück Rust-Code, das mal einfach der GPN Hallo sagt. Hallo GPN. Es ist eine Sprache mit Curly Braces. Wie man sieht, da sieht man auch gleich schon diese Mutabilitätsannotationen haben möchte. Dieses String From hier oben ist das, was ich eben meinte. String ist der Heap-allokierte String. Und damit ich den kriege, kann ich nicht einfach einen String irgendwo hinschreiben, sondern ich muss ein bisschen zeremoniell ausführen mit diesem String From. Was hat eine ganze Menge bekannte Konzepte, über die ich in der Zeit jetzt leider nicht im Einzelnen drüber gehen kann. Rust hat als Standarddatentypen Structs, Enums und Funktionen. Funktionen sind Typen erster Klasse. Ich habe also auch Closures und so weiter, die wird man später kurz sehen. Es hat Typinferenz, also ich muss nicht immer hier annotieren, dass übrigens Greeting String ist und so weiter. Das erkennt Rust schon selbst. Wichtig ist, die Typinferenz hört an den Funktionssignaturen auf. Signaturen muss ich immer komplett ausschreiben. Das ist eine Designentscheidung, die man getroffen hat. Man möchte das als Grenze haben, an der man auch wirklich dokumentiert, was man eigentlich rein und raus haben möchte. Für die, die aus der Richtung Scala, in der Richtung Scala mal was gemacht haben, die Art und Weise, mit der man generischen Code schreibt, sind in Rust Traits, die über diesen Structs implementiert werden, die ich heute leider auch nicht einführen kann. Und Generics, die Generics sehen ziemlich aus wie, es ist so eine Mischung zwischen Templates in C++ und den Generics in Java.
Neue Konzepte sind die vorhin genannte Mutabilitätsprüfung, sogenannte Borrowing, das werde ich gleich einführen, Lifetimes und Sharing als Konzept, das in der Sprache selbst verbacken ist. Fangen wir kurz mit den Lifetimes an. Damit flucht man auch immer am langsten. Wer sieht den Fehler in dem Stück Code? Ja. Edge ist auf dem Stack allokiert, wir können den Pointer auf den Stack und der Stack die Nachrichtfunktion abgeräumt. Genau. Trivialbeispiel, aber irgendwie muss man was auf die Folien kriegen. Rust erkennt solche Fehlerfälle insbesondere. Was an dieser Stelle modelliert, ist halt eben die Lebenszeit von allen Werten, die man in dem Programm verwendet. A ist lokal in foo verwendet. Ich gebe eine Referenz darauf zurück. Rust wird mir sagen, A does not live long enough. Das kann relativ komplex werden. Das Wichtigste darauf ist, Rust verwendet ein Typsystem, in dem an allen Stellen diese Prüfung stattfinden kann. Und darüber wird halt eben diese vorhin genannte Speichersicherheit ohne Laufzeit ohne Laufzeitunterstützung hergestellt. Nämlich, wenn ich das feststellen kann, dann kann ich nämlich auch feststellen, an welchen Stellen eigentlich auch die Deallokationen von diesen Werten stattfinden müssen. Mutabilität. Ich verwende überall Annotationen dafür, ob Daten mutabel sind oder nicht mutabel sind. Insbesondere in Funktionssignaturen und bei variablen Bindings. Hier zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Struktur und die habe ich nochmal in einer anderen Struktur Data und ich sage, ich möchte gerne, also ich konstruiere die erstmal hier oben, den Speicher und dann sage ich, ich möchte gerne val ändern, dann wird sich was beschweren, dieses Feld ist immutabel. Also das wird forciert durch ganze Objektbäume hinweg. Das kann ich an dieser Stelle umgehen, indem ich diese Variable einfach mutabel mache, weil, wie gesagt, Trivialbeispiel. Aber wenn ich zum Beispiel eine Funktion habe, die Daten nicht mutabel übernimmt, in der Funktionssignatur einfach gesagt hat, du kriegst Data immutabel, ist bis hin tief, beliebig tief in dieser Aufrufskette garantiert, dass Data niemals mutiert werden wird. Das ist bei großen Systemen sehr, sehr angenehm, weil ich halt einfach wissen kann, okay, ich schmeiße jetzt einfach in dieses riesige Stück Bibliothek meine Daten rein, wenn der Aufruf fertig ist, sind sie immer noch genau dieselben. Wie gesagt, Teil der Signaturen sind rekursiv, also in beliebigen, in beliebig tiefen Typbäumen und es wird global durchgesetzt. Ein weiteres Konzept, das neu ist an Rust oder für viele Leute neu ist, für C++-Entwickler teilweise, wenn sie Boost verwenden, nicht, oder moderne C++-Standardbibliotheken. Alle Daten in Rust werden exakt einem Code-Teil zugeordnet. Der kann den Besitz abgeben, kann dann beliebige Sachen machen, aber in dem Moment, in dem Besitz abgegeben wird, wird die Variable unverwendbar. Es ist ähnlich der Shared-Pointer-Semantik in C++, aber auf Sprachlevel und zur Kompilierzeit forciert. Es gibt da keine Runtime-Komponente. Beispielsweise hier. Ich allokiere mir einen Vektor, übergebe den an eine Funktion, die ihn printet, aber übergebe Ownership. Also ich gebe keine Referenz, sondern ich übergebe das wirklich als Wert. Das heißt, ich kann ihn danach nicht mehr verwenden. In dem Moment, in dem ich versuche, diesen Vektor mal auf die Konsole aufzugeben, werde ich den Fehler kriegen, Error of Moved Value V. Die Begründung ist folgende, in dem Moment, in dem ich ein Vektor ist nicht trivial kopierbar, in dem Moment, in dem ich einen Vektor an eine andere Funktion gebe und sage, ich gebe Ownership ab, wird der Rust-Compiler jede weitere Verwendung dieses Werts verbieten. Solange ich nicht gesagt habe, dass er trivial kopierbar ist, zum Beispiel bei Integers. Wenn ich das aber dennoch tun möchte oder wenn ich dennoch diese Daten zur Verwendung weitergeben möchte, aber sie weiter besitzen möchte, gibt es darüber das Konzept des Borrowings. Und Borrowing folgt in Rust relativ simplen Regeln. Ich darf eine mutable Referenz auf irgendwas übergeben. Ich darf beliebig viele immutable Referenzen auf irgendwas vergeben, aber nicht beides gleichzeitig. Ich darf entweder eine immutable oder beliebig viele immutable haben, aber nicht eine mutable und eine immutable. An der Stelle
kommt das erste Mal dieser Concurrency-Gedanke rein. Da ich komme in Probleme in dem Moment, in dem ich 15 immutable Referenzen auf irgendwas rausgebe, erwarte, das ist immutabel, aber ich gebe trotzdem eine mutable Referenz an eine weitere Partei in dem Programm aus, die da drin beliebig was ändern darf. Da ist diese Erwartbarkeit weg. Dasselbe Code-Example von eben nochmal, nur mit diesem schönen Ampersand hier an dieser Stelle. Wenn ich eben einfach borrow, statt einfach meinen Besitz abzugeben, kann ich mehrfach auf diesem Vektor arbeiten, weil in diesem Moment ja, der Besitz nicht abgegeben wird. Referenzen geben den Besitz nicht ab und sind nur temporär gültig. Und auch das, wie gesagt, statisch forciert. Nehmen wir ein etwas komplexeres Beispiel, warum sowas Sinn machen kann. Hier zum Beispiel ist ein bisschen schwieriger. Ich habe zwei Vektoren, ich möchte die aneinander binden. Ich mache das einfach wieder mit einer Trivialimplementierung. Ich nehme einfach, ich iteriere über den zweiten und füge alle Elemente an den ersten an. Das ist nicht die effizienteste, aber reicht fürs Beispiel. Die Signatur von Push-All ist in dem Moment klar, ich nehme eine immutable Referenz auf einen Vektor, nämlich der, von dem ich kopiere, und nehme eine Mutable auf den, in den ich kopiere. Und ich habe zwei unterschiedliche Vektoren, der eine ist mutabel, der andere ist immutabel und kann dann in die Richtung kopieren. Schöne Sache, funktioniert. Aber was passiert eigentlich, wenn ich von einem Vektor in den anderen kopieren möchte, von demselben Vektor in sich selbst kopieren möchte? Das ist häufig bei vielen Collection-Bibliotheken nicht erlaubt. Und das kann an der Stelle was auch wieder forcieren und in der Signatur ausdrücken, weil da kommt nämlich genau diese Regel. Ich kann nicht denselben Vektor gleichzeitig mutabel und immutabel referenzieren. Und dieser Fall wird in diesem Moment gefangen. Das ist, habe ich mir sagen lassen, von verschiedenen Firefox-Entwicklern gar keine so seltene Sache, dass einem aus Versehen sowas passiert, dass in 99% aller Fälle das unterschiedliche Dinge sind, die man da ineinander schiebt, während man eine Funktion aufruft und dann passiert in einem ganz seltenen Fall nämlich genau das, was man nicht möchte. Und das führt dann zu schwer zu findenden Bugs, die an der Stelle die Sprache komplett verhindert. Schauen wir uns kurz noch die Concurrency-Sachen in Rust an. Fangen wir erstmal an mit Threads. An dieser Stelle auch wieder ein schönes Beispiel für das Lifetime-Tracking. Wie ihr seht, ich erkläre Rust immer ganz gerne an den Dingen, die nicht kompilieren, mehr als an den Dingen, die kompilieren. Ich habe hier einen Vektor. Ich spawne einen Thread und möchte ihn in diesem Thread binden. Das Problem an der Stelle ist, Threads haben einen eigenen Stack, laufen nebenläufig. Es könnte passieren, dass mein erster Thread, der den zweiten spawnt, sich beendet, bevor der zweite überhaupt dabei ist, das zu tun, was er möchte und unter Umständen diesen Speicherwert abräumt. Das erkennt Rust, also Rust erkennt, trackt diese Lifetimes über Thread-Grenzen hinweg und sagt, ich kann nicht garantieren, dass das, was du in dem einen Thread allokiert hast, in dem Moment, in dem der andere Code läuft, überhaupt noch da ist. Insofern wird das nicht kompilieren. Es gibt Möglichkeiten und es gibt Primitive, mit denen das geht, mit denen man das forcieren kann. Man kann in Rust zum Beispiel sagen, hier, ich möchte gerne einen Thread, einen sogenannten Scope-Thread aufmachen. Dieser Thread garantiert, dass die Aufrufsstelle blockt, bis zu dem Moment, in dem dieser Thread zu Ende ist. Das ist ein ganz interessantes Beispiel. Ich hatte überlegt, ob ich es nicht rausschmeiße. Dieses Codebeispiel hatte ich vor Rust 1.0 geschrieben. Da war das noch eine Standardbibliothekfunktion und war so das, was alle präsentiert haben. Kurz vor Rust 1.0 hat irgendjemand festgestellt, dass es möglich ist, dadurch aus dem Typsystem auszubrechen. Da mussten wir erstmal noch 3 Monate Runden machen und gucken, wie das denn geht. Inzwischen ist es jetzt einfach eine Bibliotheksfunktion, deswegen die Verwendung von diesem Crossbeam, was eine Bibliothek ist, die das bereitstellt. Jetzt funktioniert es auch
typsicher. Was das, wie gesagt, macht, ist, dass in dem Moment, dass dieser Scope-Aufruf nicht zurückkehrt, bevor diese Threads nicht zu Ende sind. Und entsprechend kann ich damit dann lustig beginnen, komplexe Sachen zu schreiben. Das ist zum Beispiel die komplett übertriebene Art, einen Vektor von 3 Zahlen mit 3 Threads ins Quadrat zu nehmen. An der Stelle sieht man dann auch, Rust hat funktionale Anteile und Rust verwendet auch sehr, sehr gerne Closures. Die Closure-Implementierung von Rust ist sehr interessant, da kann ich jetzt nicht genau drauf eingehen, aber sie hat eben diese Eigenschaft, die ich auch vorhin beschrieben habe, dass nach Möglichkeit selbst Dispatch auf Closures ohne Funktionspointer auskommt, sondern komplett statisch stattfindet. Hier zum Beispiel wird an keiner Stelle irgendwo ein Funktionspointer verwendet. Es ist üblicherweise so, wenn man sich sowas in Assembly anschaut, kommt man normalerweise bei dem raus, was man in sehr gut geschriebenem C machen würde, wenn man es effizient machen möchte. Die Begründung daran ist, da steckt LLVM hinten dran und LLVM ist bei Optimierung von Iteratoren extrem gut und kriegt im Prinzip diese ganzen Loop-Konstrukte raus. Gut, hier ist die Frage, wie gefährlich ist das alles? Das Interessante ist, es ist möglich, in Rust Stack-Daten zu teilen und das sicher zu tun. Also der Compiler stellt entweder fest, wenn der Stack unter Umständen verschwinden könnte, bevor ich sie verwende, oder er stellt fest, dass die Stack-Daten, die ich verwende, so lange leben, wie das, was ich denn damit tue. Wenn wir bei Concurrency sind, möchte ich noch kurz auf Logs eingehen. Logs sind Teil des Typsystems und das finde ich ziemlich wichtig. Sie arbeiten nämlich auf Daten und nicht auf Code-Regionen. Hier ein kleines Beispiel auch wieder im beliebten Vektor. Wir versuchen, diesen Vektor zu schreiben. Ich hole mir einen Vektor. Ich wrappe den in einem Mutex. Ich hatte es vorhin kurz erklärt mit Ownership. In dem Moment, in dem ich Mutex new aufrufe, übernimmt der Mutex den Besitz dieses Vektors. Ich kann ihn also nicht mehr direkt verwenden. Das heißt, um damit irgendwas zu machen, muss ich den Mutex sperren, mir ein entsprechendes Objekt holen, über das ich diese Manipulation ausführen kann und dann eben auf diesen Vektor schreiben. Wenn ich direkt versuchen würde, auf den Vektor zu schreiben, kommt nämlich genau diese Meldung. Ich habe in dem Moment, in dem ich Mutex new aufgerufen habe, den Besitz des Vektors in den Mutex geschoben. In dem Moment, in dem ich nur noch auf diesen Mutex-Referenzen arbeite, komme ich nur noch über Logs dran. Das finde ich eine sehr, sehr angenehme Sache, womit so ein statisches Typsystem einem auch wirklich einfach extrem viel helfen kann. Wrappen von Daten in ihre Zugriffsarten, es wird extrem häufig verwendet und führt zu extrem hohen, führt dazu, dass man sehr, sehr angenehm, sehr, sehr sicheren Code schreiben kann an dieser Stelle. In dem Moment, in dem das passiert ist, kann ich halt wirklich nur noch darauf zugreifen, wenn ich im Mutex arbeite. Das heißt, synchronisierte Daten werden prinzipiell verpackt. Das mehrfache mutable Teilen an dieser Stelle verhindert eben das Typsystem, garantiert mir an jeder Stelle, dass nicht mehrere Parteien gleichzeitig mutablen Zugriff auf diesen Teil kriegen können. Und dann kommen dazu noch 2 besondere Typen. Das sind Send und Sync. Jedes Stück Daten in Rust ist Send, Sync oder keins von beidem oder beides. Sync heißt, der Zugriff auf diesen Typ ist synchronisiert, Referenzen darauf sind über Wertgrenzen sicher. Mutex zum Beispiel ist Sync. Und alles, was dann in dem Mutex ist, damit automatisch auch. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, irgendwas zu verwenden, was nicht Sync ist, das ist unser Reference Counter, RC, und versuche, ein Thread zu spawnen und versuche, das da drin zu verwenden, dann kommt hier die Meldung, cannot be shared between threads safely. Das ist ein extrem häufiger Bug und das ist ein extrem seltener Bug in Rust. Einfach Sachen, die nicht Sync sind, kann ich einfach nicht irgendwo plötzlich in einem anderen Thread verwenden. Das fängt eine extrem große Menge an Fehlern sehr, sehr schnell und auch sehr, sehr klar.
Send ist das Gegenstück. Daten, die send sind, können zwischen Zweitgrenzen als Wert versandt werden, also im Prinzip Ownership abgeben über verschiedene Programmteile hinweg. Send wird auch automatisch vom Compiler festgestellt. Trivialtypen sind meistens send. Man kann das auch selbst implementieren und verwendet wird das halt für klassisches Message Passing. In dem Moment kann ich eben sagen, das ist die sogenannte Move Closure. Die wird dazu führen, dass die Daten bewegt werden. Ich kann also sagen, ich kann ein Stück Daten nehmen, bewege die bitte in den Thread. Integers sind sent, werden einfach rüber bewegt. Fertig. Ich darf sie dann halt in dem Originalthread nicht mehr verwenden. Und wenn man diese Sachen einfach anwendet, dann sind zum Beispiel Channels, wie man sie aus Go kennt, einfach eine Bibliothek. Solche Sachen werden einfach in der Standardbibliothek implementiert oder man verwendet halt eben was anderes, was irgendjemand woanders gebaut hat. Hier nochmal ein Beispiel für dieses Channel-Teil. RC an dieser Stelle ist auch nicht send. Und an dieser Stelle wird sich dann der Compiler auch beschweren. Als kurze Zusammenfassung, Rust eliminiert klassische Nebenläufigkeitsprobleme. Es ist statisch und ohne Laufzeitunterstützung an dieser Stelle. Das ist das Wichtigste. Es passiert alles zur Kompilierzeit. Und dadurch eignet sich zur Systemprogrammierung und ist dadurch, dass es am Ende, wenn ich möchte, halt einfach eine ganz normale Plattformbibliothek dabei rauskommt, einfach einzubetten mittels FFI. Womit wir dann so langsam zu dem Review-Teil kommen. Was kommt denn erstmal so mit Rust, wenn ich es mir installiere? Also man kriegt erstmal den Compiler, das ist Rust C, und ein Build- und Paketmanagementsystem, das ist Cargo. Für die Ruby verwenden, das ist geschrieben von den Menschen, die Bundler geschrieben haben. Es hat eine ganze Menge Krankheiten, die Bundler hat nicht, glücklicherweise. Und inzwischen kommt es mit vorkompilierten Standard- und Core-Bibliotheken. Also es gibt zwei wichtige Bibliotheken bei Rust, die man auf jeden Fall braucht. Das ist Core. Das ist alles, was man braucht, um die Sprachfeatures zum Laufen zu bringen. Und es gibt die Standardbibliothek, die mit dem Compiler gepflegt werden. Und die gibt es inzwischen auch komplett vorkompiliert für eine große Liste von Plattformen. Und es gibt ein Buch. Mozilla hat eine Person fest angestellt, um ein Buch über Rust zu schreiben. Es gibt noch verschiedene, die ein paar Bücher zu Spezialthemen geschrieben haben, aber man kriegt eine extensive Doku dazu. So, Plattformen, die unterstützt werden zum Beispiel, sind aktuell Android in allen Varianten, Linux in vielen verschiedenen Plattformvarianten auch und insbesondere Architekturvarianten, Windows insbesondere auch MSVC, also nicht nur den GNU-Stack, OS X, iOS, FreeBSD, verschiedene ARM-Plattformen auch für Embedded-Entwicklung. Und Microkernels, NetBSD, RumpRun. Da hatte irgendjemand mal totalen Spaß, das mal zu adaptieren. Ist inzwischen bei uns offiziell unterstützt. Rust ist ziemlich genießbar. Man hat einen sehr informativen Compiler. Es wird regelmäßig an den Informationen, die der Compiler gibt, gebaut. Die sind auch sehr gut geschrieben. Es ist an sich ziemlich gut dokumentiert. Es gibt noch so ein paar Ecken, da könnte alles ein bisschen besser werden. Und wie gesagt, das Buch lesen hilft da sehr. Wir haben einen etwas unüblichen Release-Cycle, und zwar so wie Firefox, alle 6 Wochen. Alle 6 Wochen wird Nightly zu Beta. Und wenn in diesen 6 Wochen nichts Besonderes auftritt, wird Beta zu Release. Und was dann stabil in der Release-Version bleibt, ist stabil. Das heißt, es können zwar noch Deprecations auftreten, aber wenn 1 in der Versionsnummer steht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr euren 1.2-Code auch mit 1.9, 1.10 oder sonst was kompilieren könnt. Wir sind jetzt inzwischen, heute ist 1.9 rausgekommen oder gestern ist 1.9 rausgekommen. Die Versionsnummer springt da relativ schnell nach oben. So, insofern mal ein bisschen Rückblick über, wie das Projekt eigentlich so funktioniert hat das letzte Jahr. Erstmal, klappt das denn alles auch? Wir haben uns da vor einem Jahr überlegt, wir möchten das so machen. Hat es auch funktioniert? Wir haben festgestellt, 96% aller mit Rust 1.0 funktionierenden Bibliotheken bauten mit Rust 1.5. Warum hat man bei Rust 1.5 mal nachgeschaut? Irgendjemand hat natürlich
wie das so ist, nachdem man es veröffentlicht, einen kleineren Bug im Typsystem gefunden, der aber leider eine Änderung der Semantik des Typsystems verlangt hat. Edge Case, Edge Case, Edge Case, aber wie man das so hat, irgendjemand verwendet den Edge Case. Leider, leider. Das waren sicherlich 3% von dieser Breakage. Wie stellen wir sowas denn überhaupt fest? Also erstmal noch kurz zu den Knightley, zu dem Train-Modell. Was wir dadurch ermöglichen ist, Verbesserungen sind recht schnell verfügbar. Also wenn man sieht, ja, da wurde jetzt eine Geschwindigkeitsverbesserung zum Beispiel für MSVC, da sind wir noch immer nicht so schnell, wie wir sein wollen, aber und man sieht, diese Änderung wurde gemacht, dann dauert es üblicherweise bis zu 12 Wochen allerhöchstens, bis sie da sind. Das hat leider auch einen Nachteil. Es führt dazu, dass Leute häufig sagen, ja, also dieses Knightley-Feature, das ist ja eh bald da. Dann arbeite ich mal noch so lange auf Knightley. Was für Leute, die gerne stabile Software entwickeln und gerne mit dem stabilen Compiler entwickeln, manchmal ein bisschen unangenehm ist. Dafür, wie gesagt, es dauert nie allzu lang, bis irgendwelche Verbesserungen oder neue APIs verfügbar sind. Was wir da am Compiler verändert haben, also am Compiler haben wir einige Verbesserungen eingeführt. Es gibt jetzt parallele Code-Generierung, das haben wir bis zum Release einfach nicht geschafft. IDE-Support gab es vor einem Jahr auch noch nicht, das ist stark am Beginn. Da ist interessanterweise die Microsoft-Welt bedeutend schneller. Es gibt sehr, sehr gute Plugins für Visual Studio und Visual Studio Code, was ja der Microsoft Atom-Klon ist. Es gibt Windows jetzt als offizielles Target, das war zu 1.0 noch nicht so, aber es war ungemein wichtig für Firefox. Ohne Windows geht's halt nicht. Es wurden verschiedene Sprachfeatures eingeführt. Spezialisierung ist eins, da muss ich vielleicht kurz erklären, das Problem ist, wenn man mit Generics arbeitet, hat man das Problem, man kann immer schön eine generische Implementierung anbieten und dann für irgendwelche Sachen. In diesem Fall zum Beispiel war das klassische Beispiel, ich habe eine Collection und möchte die an eine Collection binden. Da kann ich sehr einfach einen generischen, oder ich möchte sie an eine andere Collection anhängen. Da kann ich einen sehr schönen generischen Algorithmus finden. Sehr häufig ist es aber so, dass wenn ich weiß, dass das linke ein Array ist und das rechte ein Array ist, dann weiß ich, dass Memcopy einfach das schnellste ist, was ich gerade machen kann. Das Problem ist, diese Regeln sind nicht ganz klar. Und lange Zeit war es bei Rust halt auch einfach so, dass Rust gesagt hat, du kannst mir keine zwei Implementierungen für was anbieten, weil ich nicht weiß, welche von den beiden ich wählen soll. Und da hat man sich jetzt ein halbes Jahr lang Regeln überlegt, unter denen der Compiler dann sagt, du kannst mir eine Implementierung für zwei konkrete Typen zum Beispiel anbieten, dann werde ich die wählen, statt der generischen. Da muss man aber sehr aufpassen, wie man diese Regeln zieht. Und das war eine ganze Menge Arbeit, das war auch eine ganze Menge konzeptionelle Arbeit und es war vor allem deswegen eine ganze Menge Arbeit, weil man halt auch aufpassen musste, dass man nichts kaputt macht, was da ist. Was jetzt gerade in den letzten Monaten gekommen ist, ist Cross-Compiling nach der Art Download und los. Früher musste man sich Standard-Lib und Core-Lib für die Zielplattform selbst bauen. Das war ein sehr involvierter Prozess. Da hat man ziemlich viel Spaß mit gehabt. Inzwischen gibt es einfach die Möglichkeit, dass wenn man den Rust-Compiler hat, dann sagt man ihm, ich hätte gerne bitte nochmal die Toolchain für Android ARMv7. Und dann lädt er die auch noch runter. Man hat die nicht automatisch dabei. Aber es gibt die jetzt einfach mit im Release-Prozess. Einzige Sache, die noch fehlt, man braucht natürlich immer noch den Plattform-Linker und die Libs, weil wir stellen keinen eigenen Linker her und wir stellen auch die Plattform-Libs nicht her. Das ist der nächste Schritt, an dem wir arbeiten möchten. Aber es ist schon bedeutend besser, weil Standard-Lib-Kompilieren bei Rust doch gerne mal 2 Stunden dauert. Es wurde eine ganze Menge APIs stabilisiert. Es wurde insbesondere diese Core-Bibliothek, also was brauche ich eigentlich, damit ich, wenn ich ein Rust-Programm kompilieren möchte, was brauche ich eigentlich als Minimum? Das war eine Weile nicht klar und noch so ein bisschen im Flux. Deswegen wurde diese Core-Bibliothek inzwischen stabilisiert. Man kann jetzt inzwischen also wirklich jede Komponente des Programms, das am Ende bei rauskommt, selbst schreiben, wenn man denn möchte. Also Entwicklung eigener Basis-Libs ist da jetzt inzwischen möglich. Das Ganze drumherum hat sich eigentlich ziemlich gut entwickelt. Und zwar hat sich die Strategie, was da ist, funktioniert eigentlich als ganz gut rausgestellt. Es ist nicht alles da, aber es macht für die Leute, die die Sprache nach außen vertreten wollen, viele Dinge einfach bedeutend einfacher, wenn man sagen kann, das Tool ist noch nicht da
oder das Tool ist da und es funktioniert. So, ja, da musst du noch ein bisschen dran rumbauen und das ist halt alles nicht so schick, ist immer schwierig und halt besonders stressig für Leute, die mit der Sprache halt mal anfangen wollen. Also was so da ist, ist zum Beispiel eben diese Versions- und Toolchain-Switcher, mit dem man halt sich einen Compiler runterladen kann, sich die verschiedenen Bibliotheken verwalten kann für verschiedene Plattformen und Cross-Kompilierung machen kann. Für die, die mal Go gemacht haben, es gibt ein Formatierungstool, das eine Standardformatierung für Code anbietet. Das heißt dann, das ist eine Go-Format-Kopie, entsprechend heißt das dann Rust-Format. Es gibt einen Linker mit dem netten Namen Clippy. Der hat auch manchmal so den Ton, ist so ein bisschen wie die Klammer aus Word. Ja, wie kriegen wir das eigentlich alles hin? Da komme ich jetzt zu diesem Punkt, dass man halt diese ganze Menge Sachen überhaupt grob überblicken kann, was davon eigentlich funktioniert, was nicht funktioniert und wie kriegt man überhaupt raus, dass 96% alles Codes, der geschrieben wurde, überhaupt noch nach einer bestimmten Rust-Release-Version funktioniert. Viel Tooling, ganz viel Tooling. Das größte Stück Tooling an der Stelle ist Crater. Bibliotheken heißen in Rust Crate und irgendjemand hat sich gedacht, das Tool, mit dem ich alle Crates teste, nenne ich Crater. Wenn der rumst, dann rumst halt richtig. Und bei größeren Sprachänderungen wird halt einfach ein Crater Run angefordert. Da muss ich auch ehrlich sagen, das ist halt ein großer Vorteil, wenn man halt bei Mozilla sitzt. Mozilla hat halt eine Rechnerinfrastruktur, da kann man sowas auch einfach mal machen. Das ist für ein kleineres Open-Source-Projekt natürlich erstmal finanzieller Aufwand und Setup-Aufwand. Dort fragt man halt einfach mal bei Ops an, ob man irgendwie ein paar Kisten kriegt. Wir machen das halt nicht immer, aber bei allem, wo wir auch nur so grob das Gefühl haben, da könnte was bei kaputt gehen, wird einmal Crater laufen gelassen, nachdem die Änderung gemerged wurde. Ja. Man braucht die Ressourcen dazu. Ist heutzutage nicht mehr ungemein teuer, aber wenn man halt irgendwie 12 Plattformen testen möchte und einen ganzen Compiler darauf kompilieren möchte, da ist schon eine ganze Menge Infrastruktur hinten dran. Mein Lieblingstool ist eigentlich High Five, weil High Five ist total einfach, kann man auch mal in einem Nachmittag selbst schreiben und total effizient. Was High Five macht, da hat sich jemand gemeldet und hat einen Pull-Request an den Compiler gestellt, einfach eine neue Klasse implementiert. Und als allererstes kommt dann High Five, gibt einem ein High Five, weist jemanden zu und schreibt noch kurz dazu, hallo, schön, dass du dich gemeldet hast. Alex Crichton vom Compiler-Team wird sich darum kümmern und erklärt noch so ein kleines bisschen, wie es denn dann mit Änderungen ausgeht und so weiter und so fort. Der interessante Trick daran ist eigentlich nur, bei ganz vielen Projekten hat man so Tickets, die einfach niemanden gehören und die fallen dann irgendwo runter, weil nie jemand durch die Tickets geht, die niemandem gehören. Sondern die Leute gehen immer nur durch die Tickets, die ihnen schon zugewiesen sind. Und was High Five einfach macht, sorgt dafür, dass alle Tickets irgendjemandem zugewiesen sind, sogar meistens einfach nur zufällig. Und die Person kann dann sagen, naja, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, das muss jemand anderes machen. Aber zumindest mal die Person, die sich die Person raussucht, die das Review machen soll, ist schon mal klar. Dadurch ist alles einfach irgendjemandem zugewiesen. Das funktioniert ungemein gut. Und wie gesagt, man kann sich das in einem Nachmittag selbst schreiben. Ja, und begrüßt die Leute auch noch. Nett sein ist wichtig. Es gibt viel weniger Probleme mit vergessenen Tickets. Homo ist noch so ein Stück. Es gibt momentan, Homo gibt's als Service. Das Problem ist, momentan ist, der Maintainer von Homo ist gerade mal wieder verschwunden. Das ist so ein bisschen ein Problem. Homo automatisiert Tests und Merging insbesondere. Commits auf den Master Branch von unserem Projekt passieren nur über Homo und nur, wenn der Build grün ist. Wie das funktioniert ist, man kommuniziert einfach in dem Pull Request auf GitHub oder was auch immer man für ein Ticketing-Tool verwendet, kann man mit Homo kommunizieren und kann sagen, ich finde das gut, kannst du versuchen zu mergen. Homo macht einen temporären Branch auf, mergt den Master und den Pull-Request, lässt alle Tests laufen, wenn die grün sind, wird das gemerged. Und das Wichtige an der Stelle ist, Homo arbeitet die halt eins nach dem anderen ab und macht halt gerade diese Reihenfolge. Also man kann dann halt 5 Reviews machen und kann sagen, bitte versuche, die alle nacheinander in den Master zu mergen. Und Homo meldet sich dann zurück, wenn dabei irgendwie ein Problem aufgetreten ist. Aber man muss das alles nicht von Hand machen. Die Tools sind alle frei verwendbar. Also wenn ihr ein Open-Source-Projekt habt oder unter Umständen ein größeres, dann meldet euch einfach mal, dann können wir einfach mal gucken.
Ja, generell noch so ein paar Ökosystemsachen. Was hat sich denn da alles ergeben über das letzte Jahr? Es gibt sie immer noch, es gab sie auch schon vor der 1.0 und wahrscheinlich haben einige von euch schon mal was davon gehört. Es gibt eine Browser-Engine in Rust, Servo. Servo ist ein ziemlich, ziemlich großes Projekt. Das ist eine komplette Browser-Render-Engine mit JavaScript und allem. Vor 2 Tagen hat man sich sehr gefreut, dass man auf dem Twitter-Web-Interface jetzt mit Servo auch komplett twittern kann. Also Login und alles und so weiter funktioniert. Also man ist da schon ziemlich weit. Ordentlich gerendert ist es auch, sollte man vielleicht dazu sagen. Es gibt eine Spiele-Engine in Rust, die nennt sich Piston. Es gibt eine aktive Spiele-Entwicklungs-Community, die ist ja so ein bisschen eigen. Also es ist so eine Sub-Community so ein bisschen. Und Piston ist das größte Projekt. Allerdings gibt es eine ganze Menge Leute, die mit allem neuen Kram an der Stelle rumbauen. Also es gibt Vulkan-Bindings, es gibt verschiedenste Versuche, OpenGL-Bindings zu machen, die sicher sind und die vor allem den Krampf aus OpenGL nehmen, weil OpenGL ja auch diese versteckte State Machine hat, die man versucht an der Stelle zu wrappen und da auch unter Umständen Lifetimes halt zu verwenden, um halt die Semantik von OpenGL da auch nur ein bisschen stärker in die Sprache zu bringen. Also gerade darf man in OpenGL ja bestimmte Dinge nicht machen, wenn man bestimmte Vorarbeiten nicht gemacht hat oder umgekehrt. Und da gibt es verschiedene Bibliotheken, die da ein bisschen drüber sein wollen, ohne Laufzeitkosten. Das ist das Wichtige an der Stelle. Es gibt zwei Bridges, die relativ gut weit entwickelt sind. Das sind Helix und Neon zu Ruby und Node. Die versuchen, das zeremoniell aus ich baue eine native Bibliothek für diese Sprachen rauszuziehen und vor allem halt auch dafür sicherstellen wollen, dass man Bibliotheken schreiben kann in diesen Sprachen, die ja eben dieselbe Eigenschaften haben, die diese Sprachen eben auch haben. Speichersicher und segfault sicher. Das ist ja einer der Gründe, warum man da doch nicht so gerne zu C greift. Oder also es ist immer, man hört immer, naja, wenn es halt zu langsam ist, dann schreiben wir es halt in C. Gesehen habe ich es ehrlich gesagt noch nicht, weil wenn die Leute dann sagen, ja, dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass es nirgendwo crasht. Und dann eventuell als jemand, der sich mit C nicht so gut auskennt, dann haben viele Leute so das Gefühl, naja, dann lassen wir es doch lieber und kaufen doch lieber noch einen Server. Unter Umständen ist was für solche Leute halt einfach auch eine Option an der Stelle. Und die nehmen halt eben das ganze Busywork aus den Binding-Bauern raus. Es gibt Betriebssysteme in Rust. Redox OS ist durchaus ernst zu nehmen. Die booten bis jetzt auch schon in eine grafische Shell, die man verwenden kann. Intermezzos ist von dem, der das Rust-Buch schreibt, ein Buch über Betriebssysteme schreiben. Also es ist mehr so mal zum Anschauen eigentlich, aber halt von null durchdokumentiert. Genauso macht der Philipp Oppermann, der hier auch aus Karlsruhe stammt, schreibt auch ein ähnliches Betriebssystem, in dem er ganz genau erklärt, wie man dann einen Memory-Allokator schreibt und wie man das dann durchaus durchoptimieren kann. Das sind sehr, sehr lange Artikel, die sehr interessant sind, wenn ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt oder euch damit beschäftigt habt, sind das sicherlich interessante Sachen zum Lesen. Es gibt eine ganze Menge Produktionseinsätze inzwischen. Gerade im Automotive-Bereich haben wir irritierenderweise Leute, die das verwenden. Natürlich Mozilla, es gibt verschiedene, die es als Plugins verwenden für Ruby halt, um langsame Sachen schneller zu machen. Das ist gerade bei Rails durchaus mal so eine Sache. Wie gesagt, da gibt es eine ständig abgedatete Liste. Hier wahrscheinlich auch relativ interessant, wie steht das eigentlich mit den Distros? Ich habe hier das Ticket verlinkt, wie ist das eigentlich mit Rust-Packaging? Wenn wir sagen, alle 6 Wochen gibt es einen neuen Compiler, dann kann man sich vorstellen, dass die Maintainer bei den ganzen Distros ein bisschen Angst kriegen. Es ist nicht leicht, in Einklang zu bringen, aber die Feststellung an der Stelle ist, frühzeitig reden hilft. Einfach nach außen gehen, mit allen sprechen und sofort bei jeder Plattform jemanden kontaktieren. Und da stellt man dann am Ende fest, die Leute bei Debian, die sind da auch sehr gesprächsbereit, solange man halt einfach frühzeitig mit ihnen spricht und es ihnen nicht einfach auf den Tisch klatscht und sagt, so läuft es jetzt. Das größte ausstehende Problem ist an der Stelle, man kann momentan den stabilen Compiler nicht mit dem stabilen Compiler bauen. Das wird in der nächsten Compiler-Version gefixt, aber das ist für viele Distributionen einfach nichts, was sie machen wollen, weil sie einfach möchten, dass man halt mit dem, was sie ausliefern, die nächste Version des Pakets bauen kann. Das ist ihnen sehr wichtig und das werden wir dann auch demnächst herstellen. Eben bald.
Wir haben ein ziemliches Community-Wachstum. Wir haben inzwischen 1523 Contributor allein am Compiler. Wir haben 71 Meetups weltweit. Das ist in etwa so viel wie Go, und Go ist ein paar Jahre mehr, hat ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Wir haben dieses Jahr 3 Konferenzen und hier in Deutschland jetzt einen eingetragenen Verein oder in Europa. Und wir sind da sehr kommunikativ. Ich habe den Scherz, wenn ich irgendwann mal einen Planet oder einen Blog-Aggregator für Rust baue, dann werde ich ihn This Week In nennen. Bei uns gibt es nämlich eine Tradition, dass alle Projekte einen wöchentlichen Newsletter This Week In schreiben, in dem sie einfach mal zusammenfassen, was ist eigentlich letzte Woche passiert, wer ist dazugekommen. Üblicherweise werden alle Leute dabei genannt, die neu zu dem Projekt dazugekommen sind. Was sind die abgearbeiteten Tickets und wo geht's nächste Woche weiter? Und da gibt's also Rust selbst, das Rust-Projekt schreibt das, Servo schreibt das Redox-Projekt schreibt solche Sachen, meine Konferenz. Es gibt extra für die Docs eins. Es gibt eine ganze Menge davon. Ich habe vorhin versucht, aus dem Subreddit mal rauszugraben. Ich glaube, wenn ich noch ein bisschen weiter graben würde, würde ich noch ein paar mehr finden. Es ist eine schöne Tradition. Es wird viel geschrieben darüber. Man kann also lesen. Also wie managt man das? Wir haben seit einem Jahr knapp jetzt ein dediziertes Community-Team, das ist kurz nach der 1.0 gekommen und das war schon sehr hilfreich. Wir machen zum Beispiel so Sachen wie, wir finden Produktions-User. Da gehört einfach dazu, wir lesen einfach mal Twitter und irgendjemand sagt, oh, ich verwende hier Rust für irgendwas Internes, und dann ist eigentlich normalerweise jemand vom Community-Team da und sagt, oh, möchtest du denn nicht einfach mal direkt mit uns sprechen? Weil die Feststellung ist, dass viele Leute das so ein bisschen versteckt machen und so ein bisschen verschämt sind und dann eigentlich gar nicht mit dem Projekt reden wollen darüber, weil sie sich noch nicht ganz sicher sind. Und da hilft's viel, wenn man dann einfach auf sie zugeht und sagt, lass uns mal drüber reden. Was wir dann zum Beispiel machen, ist, wir führen Interviews. Das macht dann normalerweise irgendjemand von den Compiler-Maintainern direkt zum Beispiel. Wir stecken die zusammen, um auch einfach mal zu fragen, was liegt denn im Argen, was können wir denn besser machen und wo können wir denn in Zukunft hinschauen? Und da legen wir dann halt die zukünftige Projektstrategie fest. Das mag nicht immer allen Leuten gefallen, in welche Richtung wir da gehen, weil wir müssen halt ein bisschen gucken, wo wir unsere Arbeit verwenden, aber es ist immer gut zu wissen, was denn eigentlich gerade im Argen liegt und was man denn eigentlich gerade aufschiebt. Und allein schon mal sagen zu können, wir kennen das Problem, aber wir schieben gerade auf, weil wir haben noch dieses und dieses andere Problem. Wir machen auch solche Sachen wie Meetup-Organisatoren zu coachen und Konferenzen zu organisieren und generell Ansprechpartner zu sein. Also wenn man halt irgendeine Frage an das Was-Team hat und nicht weiß, wohin, dann schickt man das als Community-Team, weil wir sind dann die wissen, wer irgendwas macht. Da kommen dann so schöne Sachen bei rum, wie dass man zum Beispiel Personen in Montreal kennt und man kennt den Meetup-Organizer in Montreal, aber die beiden kennen sich nicht. Und dann kann man die halt zum Beispiel zusammenstecken, dass sie mal einen Vortrag auf dem Meetup halten. Das ist, es ist viel kleinteilig, aber es macht einen großen Spaß. Das wird in vielen Projekten so nebenher gemacht und ich glaube, das ist ein großes Problem. Viele Projekte organisieren sich einfach um die Technik-Ecke und es lohnt sich einfach, Leute anzuwerben, die Lust auf die nicht-technische Seite haben, und dann lässt man die mal machen. Also wenn man halt eben, wenn man sagt, ich habe eigentlich nur Bock auf Code und ich habe eigentlich keinen Bock auf das ganze Gelaber mit den Leuten, dann kann man auch einfach sagen, ich suche mir einfach Leute, die Bock auf das Gelaber haben und lass die einfach mal machen. Das funktioniert an der Stelle sehr, sehr gut. Was auch hilft, ist ein dediziertes Moderationsteam. Man hört ja immer wenig über Rust-Dramas und es liegt daran, dass wir einfach ein Moderationsteam haben, das solche Sachen früh aufnimmt und auch gerne mal mit Leuten redet, Leute unter Umständen an das Community-Team weiterleitet und so weiter und so fort. Wir hatten gerade gestern wieder jemanden, der auf dem Rust-Subreddit einfach mal schreiben wollte, wie nett er es in dieser Community findet. Und das hören wir häufiger. Das Wichtigste, was das Moderationsteam macht, das Moderationsteam sollte Beleidigungen und persönliche Angriffe unterbinden. Das ist strikt zu trennen. Sie sollten keine Konflikte unterbinden. Konflikte sind normal und Konflikte sollten ausgetragen werden. Aber halt eben nicht auf, du bist halt einfach scheiße, sondern ich glaube nicht, dass das fliegt, was du da vorschlägst. Und solche Sachen kann ein gutes Moderationsteam gut hinbekommen. Das umfasst zum Beispiel auch Trashing von anderen Programmiersprachen. Bei uns ist, PHP ist halt einfach blöd, nicht erlaubt. Auch Diskussionsablenkungen ist unsere Feststellung, eigentlich unterbinden, weil das häufig dazu führt, dass Leute, die an der Diskussion wirklich teilnehmen wollen und dazu auch was zu sagen haben, keine Lust haben, sich den ganzen Kram rauszufiltern, der eigentlich nichts beiträgt. Wir haben ein Subreddit, auf dem Memes verboten sind.
Einfach deswegen, weil sonst einfach unter jeder Ankündigung, die irgendwie cool ist, erstmal 50 Seiten Memes kommen und dann hat irgendjemand noch was dazu zu sagen. Das hat nichts mit Spielverderberei zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass viele Leute da sind, um sich eigentlich Informationen zu holen und wir versuchen, die Signalrate hochzuhalten. Nett sein, muss ich dazu auch sagen, ist ein ziemlicher Growth Hack. Am Ende finden es die meisten Leute auch wirklich ziemlich nett, wenn es nett ist. Ja. Wir haben einen Code of Conduct, das sollte man sagen, den hat Gradenhorn noch eingeführt. Den dürfen wir nicht mehr loswerden und wir wollen ihn auch nicht loswerden. Es hat sich einfach als wertvoll erwiesen, einfach mal auch praktisch darüber zu reden, wie ist das eigentlich, mal eine Community zu führen, die das jahrelang schon hat. Es hilft, bei Konflikten auf gemeinsame Grundwerte zurückgreifen zu können und es hilft, dass die offen kommuniziert sind. Ansonsten ist nämlich immer die Frage, ja, es ist schön, dass ihr das so haltet, aber habt ihr das mal irgendwo niedergeschrieben? Ja, wir haben das mal irgendwo niedergeschrieben. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dieser schönen Szene aus Wayne's World. Im Code of Conduct steht drin, was bei uns halt einfach überhaupt nicht fliegt. Und zum Beispiel in Wayne's World gibt es ja die schöne Szene, wo er versucht, seine geliebte Gitarre endlich mal anzuspielen. Und er spielt natürlich sofort Stairway to Heaven. Und der Musikladenbesitzer weist ihn darauf hin, dass hier kein Stairway to Heaven. Da stehen die Sachen drin, die man eigentlich nicht mehr durchdiskutieren möchte an dieser Stelle. Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. Und es hat sich als sehr gut erwiesen, weil zum Beispiel neue Leute, die zum Projekt kommen, da durchaus auch Diskussionen drüber führen. Also es ist ein lebendes Dokument, an dem geändert wird. Aber die wissen, wo der momentane Stand ist und man weiß, in welche Richtung man gehen möchte. Und da kann man dann auch durchaus drüber reden. Ja, was ist weniger gut gelaufen? Wir wollten eigentlich Anfängerinnen-Workshops anbieten. Da hat uns einfach die Zeit und die Kraft gefehlt. Und wir hatten letztes Jahr dann doch noch einige Sachen zu machen, von die wir nicht erwartet hatten an vielen Stellen. Auch die allgemeine Erarbeiterung von Trainingsmaterialien, da sind wir noch ziemlich hinten dran. Ich erkläre auch gleich noch ein bisschen, wieso. Rust für Spieleentwicklung ist ein bisschen auf Sparflamme. Da gibt es ein großes Interesse, auch durchaus. Wir hatten mal Leute von BioWare, die angefragt haben und so weiter. Aber das Problem ist, es gibt da momentan noch keine guten Toolchains für von unserer Seite. Da haben wir momentan auch einfach nicht die Zeit dafür. Wenn sich jemand dafür interessiert, sowas anzubieten, würde das durchaus gemacht. Momentan ist es nicht schlecht, aber es ist noch nicht ganz, also Leute, die sehr kompetent mit C++ umgehen können und Spieleentwicklung in C++ machen und erwarten, dass alles, was sie da machen können, weil sie es brauchen, auch in Rust geht, die sind momentan wahrscheinlich noch nicht ganz zu Hause bei uns. Das Tool, das ich vorhin meinte, WustUp für Versionsverwaltung, das ging durch drei verschiedene Iterationen, was dann immer das Problem hat, dass die Leute inzwischen schon gar nicht mehr wissen, soll ich jetzt dieses oder dieses verwenden? Im Zweifel das Neueste, aber das Neueste ist noch in Beta und so weiter und so fort. Das kommuniziert sich einfach schlecht. Und es gibt eine Begründung, warum die ersten beiden weggeschmissen wurden. Die waren halt auch nicht so gut, wie man es haben wollte. Und über den Winter war kurzfristig Community-Arbeit kaum möglich, weil verschiedene Leute aus dem Community-Team große Probleme im persönlichen Leben hatten. Die sind alle hobbymäßig dabei. Und das ist halt das Problem. Wenn an irgendeinem Projekt Hobbyisten beteiligt sind, muss man halt auch einfach damit zurechtkommen, dass sie zwischendurch sagen, ich habe gerade keine Zeit fürs Projekt, tut mir sehr leid. Wir haben immer noch große Probleme, Rust für Einsteiger zu erklären. Und das Problem ist, die Sprache hat eine Lernkurve, bevor sie so richtig angenehm wird. Ich habe mich vorhin so ein bisschen für die Trivialbeispiele entschuldigt. Und das Problem an den Trivialbeispielen ist, da ist auch wirklich noch nicht so der Rums hinten dran, warum die funktionieren. Es wird einfach richtig interessant, wenn man eine 10.000-Zeilen-Bibliothek hat und dann diese ganzen Features im Zusammenspiel sieht. Und diese Features werden halt erst in einem großen Programm richtig, richtig mächtig. Also wie gesagt, es wird erst so richtig interessant, wenn mir der Compiler sagen kann, übrigens, du schmeißt da jetzt ein paar Daten in 100.000 Zeilen Code rein und die kommen zurück und es sind immer noch dieselben. Das ist relativ langweilig, wenn ich das in 5 Zeilen Code erkläre. Und das macht es natürlich auch für Leute, die unter Umständen noch nie programmiert haben, noch viel schwieriger mit dieser Sprache überhaupt irgendwas anzufangen, weil die Sprache Probleme löst, die sie wahrscheinlich erst nach 3 Jahren Erfahrung mit Programmierung haben werden. Und deswegen auch die Sprache sich häufig im Vergleich mit anderen Sprachen messen muss. Das andere ist, Bücher schreiben ist schwer. Wir schreiben das Buch schon wieder neu. Natürlich mit
großteils von dem alten Text, aber wir organisieren es neu, wir bauen es neu um, wir bauen Sachen aus. Was wir häufig auch machen, ist, wenn jemand einen Blogpost zum Thema schreibt, der einfach sehr detailliert ist, dann übernehmen wir das in die offizielle Doku. Das hat sich als sehr, sehr gut rausgestellt, auch so ein bisschen das, was die Community eigentlich arbeitet, auch einfach mal ein bisschen ins Projekt zurückzuziehen und da dann auch Credit für zu geben. Doku schreiben ist die schnellste Art und Weise, wie man zum Rust-Projekt committen kann, und das ist genauso wichtig wie alles andere auch. Gut, kommen wir zum Ende, kommen wir doch zu einem kurzen Missverständnis zu Rust. Das alte Thema Go versus Rust, das ich immer beantworten muss und bevor die Frage kommt, erkläre es ganz kurz. Das eine ist ein Brettspiel, das andere ist eine Programmiersprache. Es gibt ein Problem, als Rust vorgestellt wurde, sah es wirklich sehr, sehr aus wie Go, hat eine ganze Menge Sachen so gemacht wie Go. Und ich glaube immer noch dran, dadurch, dass die Sprachen gleichzeitig fast aufgetaucht sind, aber Go halt einfach damals einfach veröffentlicht wurde und Rust halt noch so, wir sind hier eine Experimentalsprache bei Mozilla Research, hat es dazu geführt, dass Rust in eine ganz andere Richtung gegangen sind. Früher hatte Rust noch eine Laufzeit, früher hatte Rust noch Channels wie ein Go in der Sprachlaufzeit verbacken und so weiter und so fort. Diese Sachen wurden alle ausgebaut. Insofern war das damals wirklich so, dass man Go und Rust ziemlich genau Feature zu Feature vergleichen konnte. Das Problem ist, das hängt uns immer noch nach. Die beiden Sprachen haben eigentlich wenig miteinander zu tun. Wenn ihr Rust vergleichen wollt mit einer anderen Sprache, dann macht es am besten mit C++ und D. Es gibt übrigens online einen sehr guten Vergleich von dem D-Maintainer, der die Sprachen so ein bisschen durchgeht, wo eigentlich die Probleme sind. Den fand ich sehr, sehr fair. Da kriegt Rust auch ordentlich Fett weg, D aber auch. Kann ich sehr empfehlen. Das sind so die Sprachen, mit denen ihr es vergleichen solltet. Unter Umständen unter den neuen Sprachen auch durchaus mit Pony und Ähnlichem. Gut. Am Ende habe ich noch ein paar Links. Hier ist also unsere Sprachwebseite und die deutsche Konferenz. Wir würden uns sehr freuen, wenn man vielleicht ein paar Leute sieht. Es wird ziemlich günstig werden. Kostenlos können wir leider nicht machen. Und ja, sollte jemand Rust machen und vielleicht in den nächsten Monaten noch mit einem Vortragsthema aufkommen, momentan kann man gerade einreichen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Du hast gezeigt, dass Rust Logs hat. Gibt es von Rust irgendeine Unterstützung dafür, dass man nicht mit Logs in die Hölle von Deadlocks und was nicht alles einem da erwartet reinrutscht? Oder ist man da genauso auf sich allein gestellt wie in anderen Sprachen bisher? Ja, Logs sind speichersicher. Deadlocks sind speichersicher. So. Es gibt in Rust kaum Unterstützung dafür, dass Deadlocks passieren. Triviale Race Conditions fängt die Sprache, aber das ist jetzt nicht unbedingt die Stärke an der Stelle. Gibt es schon irgendwie konkrete Pläne, sowas wie Async Await in Python auch in Rust zu machen, also Coroutinen mit entsprechendem Syntactic Sugar? Nein, kein Syntactic Sugar. Also es gibt Coroutinen an der Stelle. Rust versucht aber an der Stelle möglichst wenige von diesen ja durchaus laufzeitsemantischen Dingen in Sprachfeatures zu packen. Es gibt, wie gesagt, entsprechende Coroutine-Bibliotheken. Im Zweifel, das habe ich nicht erwähnt, weil ich es eigentlich nicht so mag, Rust hat ein Makrosystem. Also wahrscheinlich hat irgendwo schon jemand ein Makro gebaut, der sowas macht. Also zwei Fragen sind zu wenig. Ich habe gesehen, ihr habt so Higher-Order-Funktionen wie Map und so weiter. Mhm. Aus der Haskell-Erfahrung heraus sind die eigentlich nur dann performant, wenn man schön aggressiv über auch Modulgrenzen hinweg den Code inline und optimieren kann. Mhm. Macht ihr das? Und wenn ja, habt ihr das Problem, dass man dann sozusagen keine stabile ABI anbieten kann, weil auch interne Änderungen am Code dafür sorgen kann, dass ich, wenn ich es im Betrieb veröffentliche, obwohl die API gleich bleibt, das Resultat sich ändern muss und deswegen auch kleine Änderungen am Code, der nicht Interface ist, dafür sorgt, dass ich abhängige Module, Bibliotheken neu bauen muss. Mhm.
Und gibt es da eine Lösung für? Also wir haben ein ähnliches Problem. Also einmal ist es so, die Darstellung zur Laufzeit von Closures ist meistens verschwinden sie komplett an der Stelle. Es gibt, um genau zu sein, 3 verschiedene Arten von Closures in Rust aus genau der Begründung, 4 verschiedene. Das Problem tritt bei uns insbesondere bei allen generischen Sachen auf. Also wenn ich eine generische Implementierung von der Funktion habe, wird die über Bibliotheksgrenzen geinlined und unter Umständen eben halt mit dem konkreten Typ, der verwendet wird, nochmal neu kompiliert. Wir haben an der Stelle genau dasselbe Problem. Das führt auch dazu, wenn man zum Beispiel halt dieses Feature nutzen möchte, dass man Plattform-ABI verwenden kann, kann man zum Beispiel Funktionen mit generischen Typen nicht exportieren. An der Stelle. Ja, wir haben dasselbe Problem in einem etwas anderen Anstrich. Noch Fragen? Vielen Dank.